Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, Farm Manager 2021, unserem Bauernhof Manager, Tycoon, wie ihr auch immer nennen wollt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. In der letzten Folge war ja die große Haferernte und wir sind nach wie vor dabei, Ziegen- und Schafskäse zu produzieren. Da wollen wir kurz einen Blick werfen. 450 Kilogramm sind schon produziert, 69%. In der letzten Folge wurde auch das Haferfeld hier soweit abgeerntet. Und jetzt werden jetzt hier Ballen gepresst, die dann auch aufgesammelt werden. Ja, der Kollege ist hier nach wie vor unterwegs, beim Gras mit der Bespritzung. Das Futterrübenfeld ist auch schon wieder soweit ready. Und hier werden jetzt die einzelnen Ballen gepresst. Sieht recht cool aus. Wir lassen mal ein bisschen den Zeitraffer durchlaufen und schauen uns das an. Sieht aus wie so eine Kuh, ne? Ja, guck mal, da haben wir die ganzen Ballen hier. Und die werden dann auch gleich noch eingesammelt durch die ganzen Leute hier. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles, Bild. Uns fehlt Stroh, das haben wir gleich in Ballenform. Ich weiß nicht, ob wir da noch ein zusätzliches Lager brauchen. Müssen wir uns auch nochmal angucken. So, wir gehen mal wieder auf die Normalzeit. Es regnet mittlerweile wieder. Machen wir mal kurz einen Screen hier fürs LP. Jede Menge Stroh auf jeden Fall. Was wir dann hier haben. Sehr schön. Tipptopp, würde ich sagen. So. Wildchen haben wir gemacht. Es fehlt Stroh. Ich weiß. Stroh kommt ja gleich. Wir haben Herbst. Die Zeit der Ernte. Hol die Erdfrüchte ein und führe die abschließenden Arbeiten an den Feldern durch, bevor der Frost einsetzt. Genau. Das hatte ich nämlich auch noch geschrieben, dass natürlich Frost und auch andere Dinge natürlich eine Auswirkung haben hier auf die Landwirtschaft. Hier warten wir noch, bis das Stroh gleich eingesammelt ist. Weil Strohballen bekommen wir hier raus. Da, oder kaufen wir nochmal was dazu. Müssen wir mal gucken. Wir haben genügend Schafskäse produziert. Zeit, dann die Produktion zu ändern. Und zwar gehen wir dann jetzt hier auf Ziegenkäse. Das müsste das hier sein. Ne, Käse aus Kuhmilch. Wo ist ein Ziegenkäse? Gucken wir uns das Ganze mal an. Oh, Butter, Butter. Das müsste Ziegenkäse sein. Jo. Da läuft jetzt die Produktion von Ziegenkäse. Ach nee, es war gar nicht fertig. Null. Ach Mann. Ich dachte, das wäre schon 100% gerade gewesen. Nee, war 88% erst. Ach, wechseln wir nochmal die Produktionslinie. Ist jetzt nicht so schlimm. So, jetzt werden die Ballen gleich noch eingesammelt. So. Das geschieht, glaube ich, per Autoload, ne? Ja. Ja. Guck mal, das Ganze wird dann eingelagert im Heu- und Strohlager. Sehr cool auf jeden Fall. Jede Menge Strohballen, ne? Sehr cool. Ja, Stroh haben wir gleich genug. Mal gucken, wo das gleich reinfährt. Ah, guck mal, der fährt jetzt ab. Bringt das in Strohlager und dann haben wir hier wieder genug Stroh auf jeden Fall vorhanden. Sollte ich vielleicht die Produktionslinie ändern, dass wir hier das nicht aus Stroh machen, sondern aus Gras, ne? Das müsste, glaube ich, Gras sein, ne? Wählen wir das mal aus. Kann auch sein, dass sich irgendwie was verstellt hat, vielleicht durch das ein oder andere Update. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aber Stroh haben wir auf jeden Fall genug. Wir könnten uns gleich nochmal so ein bisschen um die Tiere kümmern, was die denn dann doch so alles benötigen. So. Nee, ist doch produziert 100%. Das ist ein Anzeigefehler. Nee, ist es noch kein Haken dran, ne? 600 Kilogramm. Und sobald ich das wechsle, ist wieder keine 100%. Lass noch mal ein bisschen durchlaufen hier. Schauen wir uns das mal an gleich. Aber hier steht er. Aber hier ist noch kein grüner Haken dran, seht ihr? Deswegen fehlt da wahrscheinlich noch irgendwas. Hier sind Arbeiter auch zugange, die Sachen von A nach B fahren. Hier wird jetzt schön gepflügt. Das Haferfeld. Ah, jetzt. Jetzt ist er ready. Und da können wir jetzt auf Ziegenmilch wechseln. Sehr gut. Da muss man immer vielleicht ein bisschen warten, bis es im Lager eingelagert wurde, ne? Das müsste Ziegenkäse sein. Sehr schön. Dann gucken wir mal, was wir in unser Lager haben. Vielleicht können wir irgendwas verkaufen. Das ist Kuhmilch. Die brauchen wir jetzt nicht. Der Preis ist konstant. Okay. Den Schafskäse behalte ich nochmal. Nicht, dass wir den gleich vielleicht noch benötigen. Hafer haben wir auf jeden Fall auch genug. 20.000 Kilogramm. Das ist, denke ich mal, okay.
Mist haben wir auch genug. Wir haben auch genug Futterrüben. Ne, Karotten. Da müssen wir irgendwann mal ein bisschen was einkaufen. Schauen wir einfach mal. Und da lassen wir den ganzen Spaß hier mal durchlaufen. Ja, guck mal. Kultivieren dauert an. Sehr schön. Fahrzeuge haben wir alle. Passend für die Aufträge. Mal Zeit, sich ein bisschen hier um die Tiere zu kümmern. Häckselgut haben wir noch nicht. Okay. Hier, die bekommen schon das Beste. Ja gut, Bio wäre natürlich am besten. Fehlt hier irgendwie noch was? Erbsen vielleicht noch irgendwann. Müssen wir mal schauen. So, da haben wir die Suche hier oben. Das sind Farmtaler, glaube ich, ne? Oder Pfund, eins von beiden. Feld ist geerntet, das können wir mal löschen. Dann haben wir den Eintrag hier auch weg. Hier wird ja fleißig auch Ziegenkäse produziert. Ja, hier geht es jetzt weiter. Jetzt wird, glaube ich, hier gleich Mist ausgebracht. Es wird gedüngt. Das ist natürlich alles natürlich aus eigenen Erzeugnissen von unseren Kühen. Erbsen wäre noch... Ah, guck mal, Stroh können wir jetzt hier noch dazu packen. Zack, dann ist die Produktionsrate noch ein bisschen höher. Die brauchen kein Stroh, ist klar. Sehr gut. Dann haben wir hier nochmal die Produktionslinie erhöht. Hier bräuchten wir uns noch Erbsen und Häckselgut. Gut, müssen wir uns dann nochmal später anschauen. Das Feld ist hier soweit ready. Das ist gedüngt. Gehe ich mal von aus. Und im Lager haben wir jetzt auch die Produktion hier, die weiterläuft. Ziegenkäse wird fleißig produziert. Wir sind natürlich so ein bisschen gebunden an die Aufgaben aus der Kampagne. Das habt ihr auch gesagt. Ja, kann man spielen, muss man jetzt nicht unbedingt. Aber ich finde es auf jeden Fall ganz gut. Ach, guck mal hier. Ich hätte die ganz woanders platzieren können. Weil das ist gar nicht im Einzugsbereich der Tiere. Müssen wir uns vielleicht auch nochmal angucken. Dass wir da vielleicht auch nochmal nachschauen, ne? Hier haben wir die Preise, die nach oben gehen. Man kann jetzt hier auch noch weitere Artikel hinzufügen, dass man so eine Preisübersicht, glaube ich, hat, ne? Guck mal, da hat man die Lagerkapazitäten. Was wir hier dann auch noch mit hinzufügen können. Damit wir auch immer mal wieder sehen, falls wir noch irgendwas brauchen, ne? Das ist auch praktisch, finde ich. 4 Mitarbeiter haben wir. Von 12 möglichen. Boah, ganz schönes Gewitter hier. Ja, gut, Gewitter ist auch direkt wieder vorbei, ne? Ah, guck mal. Ich glaube, wir werden in der heutigen Folge noch die Produktion vom Ziegenkäse auf jeden Fall dann noch haben. So, gucken wir mal. Kuhmilch brauchen wir jetzt einfach nicht, ne? Die können wir einfach verkaufen. Schafswolle haben wir auch noch, guck mal. Oha. Ja, der Preis ist natürlich nicht so dolle. Der war hier mal ganz hoch. Ah, was weg ist, ist weg. Handel kann man auch noch betreiben später dann. Und da werden wir uns mal angucken, was wir denn noch alles so erreichen werden. 82%. Da bin ich mal gespannt, was die nächste Aufgabe wird. So, hier geht's schon wieder los. Ach, guck mal, drei Schnitt pro Jahr. Das ist auf jeden Fall schon mal recht ordentlich. Was hier alles reinkommt, ne? So, 90%. Wir sind kurz vorm Abschluss der Ziegenkäseproduktion. Dass wir dann auch hier diesen Auftrag auf jeden Fall machen können. Da müssen wir es wahrscheinlich noch verkaufen, so wie es meistens immer ist. Und da bin ich mal gespannt, ob wir dann zum nächsten Kapitel kommen werden. So, 98%. Wir haben mittlerweile Oktober schon. Der Herbst ist im vollen Gange. So, wir haben es abgeschlossen. Verdiene 2 Monate lang 1500 Pfund. Du hast 0 Monate verdient. Okay. Was bekommen wir denn aktuell? Oder für was bekommen wir am meisten Geld, wenn wir was verkaufen? Weil das wäre ja mal die Sache... Mal kurz gucken. Kuhmilch ist halt sehr gering. Wir könnten jetzt natürlich hier den ganzen Spaß verkaufen, den Schafskäse. Und
Das andere verkaufen wir dann im nächsten Monat. So, wenn der Monat rum ist, das geht ja relativ fix, ne? Man muss halt einfach etwas verkaufen. Früchte tragen, okay. Da ist jetzt gerade ein Mitarbeiter zu wenig da, weil jetzt hier der Kollege unterwegs ist. Hier geht es natürlich weiter auch von den jeweiligen Tagen. Die Ziegenkäsenproduktion hält an. Boah, da haben wir noch ordentlich was da. Das passt. Zuckerrübenernte läuft auch. Oder die Futterrübenernte. Also zweimal kann man das wohl ernten im Jahr. Finde ich gut. So, dann wenn wir im November sind, werden wir dann natürlich noch ein bisschen mehr verkaufen. Hier fehlt uns jetzt ein Mitarbeiter, weil natürlich hier die Kollegen alle am Sammeln sind. So. Feld ist geerntet. Sehr schön. So, hier warten wir jetzt auf weitere Mitarbeiter. Das wird jetzt hier Schritt für Schritt immer gemacht. Man kann natürlich die Prio, hatte ich vorhin schon gesagt, hier erhöhen, indem man sagt, hier höchste Prio. Ja, kann man halt immer nochmal wieder einstellen, ne? So, 27.10. Das heißt, wir gehen fast, ja, müsste bald Winter sein, ne? Bald kommt der erste Schnee. Die Produktionen hier laufen auch auf Hochtouren. Wie gesagt, wir könnten hier noch mit Erbsen, könnten wir noch ein bisschen was erhöhen. Sodass wir dann da auch noch ein bisschen mehr Geld bringen. Ich mag auch dieses Gewusel hier, ne? Guck mal. Die ganzen Fahrzeuge fahren hier lang. Die Leute laufen hier lang. Die LKWs, die Sachen von A nach B transportieren. Es ist schon ein sehr, sehr florierendes Geschäft mittlerweile. Was uns einiges an Geld auf jeden Fall einspielt. Ach, ist das herrlich. So. Ah, 10 Grad nur noch. So, jetzt gucken wir gleich mal, dass wir auf den nächsten Monat gehen und dann können wir die Aufgabe abschließen. So, 1.11. Wir können mal wieder ein bisschen pausieren. Wir werden jetzt ein bisschen was verkaufen. Und zwar, wir können Wolle verkaufen. Wir können Ziegenkäse verkaufen. 29.000, oh, guck mal. Haben wir doch erreicht. Oder meint er immer diesen kompletten Monat? Ich glaube, das ist immer der komplette Monat gerechnet, ne? Ach, naja. So, ändern wir mal die Produktionslinie. Kuhmilch haben wir verkauft. Da haben wir jetzt nichts da. Guck mal, wie viel wir hier haben. Gras haben wir hier, Stroh. Wir haben Biogärfutter, normales Futter. Schon einiges mit drin. Kuhmilch haben wir auch ausreichend. Wir könnten mal ein bisschen Butter produzieren. Ändern wir mal die Produktionslinie. Oh, guck mal. Bio bringt natürlich am meisten. Ich würde sagen, wir machen mal ein bisschen Käse aus Kuhmilch. Änder mal die Produktionslinie. Da dauert das wohl doch noch ein bisschen länger hier. So, ah, mit der rechten Maustaste kann man das wieder löschen. Sehr gut. Na, hier geht's weiter voran an den Feldern. Ich bin mal gespannt, wie das auch mit dem ersten Schnee aussieht hier. Wir könnten natürlich noch weitere Ställe hier platzieren, ne? Weil vom Lager her hätten wir auf jeden Fall genug da, ne? Vielleicht noch ein Sojafeld. Aber das wird sich, glaube ich, erst im Frühjahr lohnen. Die Felder liegen jetzt hier soweit brach. Das fällt auch. Und Gras ist immer noch am Wachsen. Ich denke nicht, dass wir das noch vor dem ersten Winter einholen können. Ja, müssen wir mal gucken. Die Produktion läuft auch soweit. Zack. Das können wir schon mal verkaufen hier. Wolle haben wir auch. Und weg damit. Und das geht hier auch. 1,5. Das bewahren wir uns mal auf. Wenn wir dann 2 Monate lang mindestens 1500 Farmtaler Pfund und so weiter uns vielleicht leisten können. Hier kann man natürlich noch die verschiedenen Modis sich anschauen, was wir ja auch auf den Feldern haben. Ich weiß gar nicht, kann man jetzt hier auch die... Ah, guck mal, man kann das auch ändern. Wollen wir erstmal nicht, ne? Aber wir können jetzt sagen, weil wir genug Futterrüben haben, dass wir jetzt hier zum Beispiel
Ja. Was anderes anbauen, und zwar Soja zum Beispiel. So. Dann bauen wir jetzt hier Soja an. Dann werden wir das Feld nochmal umbenennen. Weil Soja brauchen wir ja auch immer für unsere Tiere. Hafer können wir erstmal lassen. Wir haben zwar hier noch genug Tonnen drin. Ich weiß gar nicht, verdirbt das Ganze auch? Da bin ich mir jetzt gar nicht bewusst drüber. Oder ist das endlos haltbar in dem Silo? Na, wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Das würde mich natürlich brennend interessieren. In 35 Tagen beginnt der Winter. Ah ja, ist recht spät, ne? So. Also grundsätzlich hattet ihr, glaube ich, auch geschrieben, dass man immer Sachen weiterverarbeiten soll. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Guck mal, Karotten. Wir verkaufen den Spaß mal hier. Nee, 2 Monate lang haben wir immer noch nicht. Ich glaube, das war der 22.10., wo wir, glaube ich, angefangen haben. Da müssen wir noch mal ein bisschen warten. Ach, herrlich. Ja, also in der nächsten Folge nimmt dann der Winter hier Einzug, ne? Hier haben wir Soja. Da könnten wir hier vielleicht auf Karotten wechseln. Jo. Karotten. So, Leute. Da haben wir jetzt auf Karotten gewechselt. Das passt soweit. Sehr schön. Wie sieht es mit den Fahrzeugen eigentlich aus? Renovieren. Experte wird gerufen. Drescher ist soweit noch okay. Ja. Die anderen Fahrzeuge passen, glaube ich, soweit alle. So, jetzt haben wir den 23.11. Wir werden jetzt hier noch ein paar Erzeugnisse verkaufen. Unter anderem Ziegenmilch, Schafsmilch, das werden wir ein bisschen verkaufen. Und Stroh behalten wir mal. So, die Aufgabe haben wir fertig gemacht. Der Chef wird sehr glücklich darüber sein, was du geleistet hast. Weiter so. So, dann würde ich sagen, liebe Freunde, ne, das soll es für heute gewesen sein. Wie es weitergeht mit Plan B im Kapitel 3 des Kampagnenmodus, sehen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, gilt wie immer, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Und ich sage einfach mal bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.